Meine Damen und Herren, ich bin Dr. Charles Forbin. In wenigen Sekunden wird Colossus selbst das Wort an Sie richten. Hier spricht die Stimme der Weltkontrolle. Ich bringe euch Frieden. Es kann ein Friede des Wohlstandes und des Wohlbefindens oder ein Friede der lebendigen Toten sein. Ihr habt die Wahl. Gehorcht mir und ihr bleibt am Leben. Oder trotzt mir und sterbt. Die unheimliche Geschichte des Tages, an dem sich der Mensch ein Überhirn konstruiert. Colossus. Für Forbin einrichten. Fernsehkamera und Mikrofonüberwachung zur ständigen Kontrolle. Damit sind Sie sein Gefangener. Todesangst und Spannung verbinden sich mit den technischen Superleistungen aus dem Jahr 2001. Eine Raumodyssee. Colossus ist der erste selbstdenkende Computer der Welt. Ich will versuchen, den Computer davon zu überzeugen, dass Sie meine Geliebte sind und er mir daher die Möglichkeit geben muss, Sie regelmäßig und unbeobachtet zu sehen. Auf diese Weise können wir unbemerkt Informationen austauschen. Wie oft in der Woche brauchst du eine Frau? 4-mal die Woche. Einverstanden. Zu meinen Bedingungen. Gute Nacht. Nackte Irrsinn. Dann könnt ihr mit seiner Überbelastung beginnen. Colossus sieht alles, hört alles, weiß alles. Er befehligt alle Waffen und die gesamte Verteidigung. Von dem Tag an, als dieses gefühllose Ungeheuer die Herrschaft über die Menschheit an sich reißt, sind die Folgen katastrophal. Warnung! Es gibt ein anderes System. Der oberste Rat der UdSSR hat bekannt gegeben, dass morgen 23 Uhr Moskauer Zeit ein Computersystem, genau wie unseres, seine Tätigkeit aufnimmt. Es heißt Guardian. Sie haben Colossus gebaut. Als Supercomputer mit eigenem Gehirn. Nur Sie können ihn bekämpfen, um die Welt zu retten. Übermitteln Sie ihm, was ich sage. Achtung, die Verbindung mit Guardian wird nicht wiederhergestellt. Rakete abgefeuert. Ziel USSR. Eine ferngesteuerte Rakete ist unterwegs. Zielgebiet, die Ölfelder von Siansibirsk in Sibirien. Guardian hat zurückgeschlagen. Zurückgeschlagen? Ja, Herr Präsident, eine Rakete wurde abgefeuert. Ziel Luftwaffenbasis Henderson in Henderson, Texas. Vielleicht ist es zu spät, Sir. Oh mein Gott. Schneller weg, retten Sie mich!